Hallo, ich bin Florian und ich habe einen Unverpacktladen gegründet. Ihr kommt mit euren fertigen Gefäßen, das können Tüten, Beutel, Gläser, aber natürlich auch irgendwelche Tupper- oder Plastikdosen sein, das können alte Eisdosen sein. Die Sachen werden auf einer Waage gewogen. Befüllt euch das Ganze an den Selbstbedienungsabteilungen hier und dann wird das Ganze hinterher wieder auf meine Waage gestellt. Ich ziehe die Tara ab und dann bezahlt ihr nur den Artikel in der Menge, wie ihr ihn wirklich braucht und euch selbst eingefüllt habt. Eröffnet habe ich den Laden am 4. April. Ja, ich denke, A, müssen wir unserem sozialen Zusammenleben irgendwie einen anderen Sinn geben. Wir müssen probieren, Verpackung zu vermeiden, Müll insgesamt zu vermeiden. An meinen Produkten oder an der Arbeit an sich ist nachhaltig, dass ich Nahrungsmittel in großen Gebinden bekomme, oftmals 25 Kilo Beuteln oder mindestens 10 Kilo Beuteln. Und die Produkte sind sehr häufig noch CO2 zertifiziert. Das heißt, die Großhändler oder die Hersteller geben nochmal eine extra Abgabe ab. Und ich denke, bei auch noch zusätzlich fair gehandelten, Direct Trade gehandelten oder Bioprodukten ist einfach die ganze Warenkette sehr nachhaltig im Gegensatz zu Produkten in unseren Discountern. Ich bin extra kein Bioladen, ich habe keine Bio-Zertifizierung, damit ich auch regionale Produkte anbieten kann, die eben möglicherweise in so kleiner Charge nur hergestellt werden, dass sich dort eine Bio-Zertifizierung nicht lohnen würde bzw. zu teuer ist. Als Beispiel könnte ich einen Honig anbieten und die Bienen sind direkt hier bei mir um die Ecke in Wilmersdorf in der Gaststeiner Straße. Und diesen Honig könnte ich nicht anbieten, wenn ich einen biozertifizierten Laden hätte. Und somit freue ich mich auch, ganz regionale Produkte anbieten zu können, die von kleinen Herstellern entstehen. Ja, nachhaltiger Konsum ist ganz wichtig. Wir müssen wissen, wie können unsere Verpackungen, wenn es sie denn dann doch gibt, recycelt werden. Sind denn wirklich immer da, wo draufsteht, recycelbare Produkte oder Verpackungen, sind sie denn wirklich recycelbar und wenn ja, auf welchem Weg? Bei nachhaltigem Konsum ist für mich ganz wichtig, dass wir nicht mehr vorgefertigte Packungsgrößen kaufen müssen, sondern selber entscheiden können, wie viel brauche ich denn von dem einzelnen Produkt. Dabei ist auch ganz wichtig, dass die Werbung oder die Wirtschaft uns ganz oft Dinge suggeriert, die wir gar nicht brauchen. Das biete ich euch alles in meinem Laden an, Dinge ohne Verpackung zu kaufen, sich selber zu mischen oder auch mit Büchern unter Anleitung selbst herzustellen. Und das ist hier alles möglich und das halte ich für total nachhaltig, wenn ich denn weiß, was bezahle ich da, in welcher Menge und wo kommt es her und wie wurde es verpackt. Besonders toll finde ich die Unterstützung aus meinem Kiez. Ich habe wirklich viele Menschen, die einfach Kleinigkeiten hier einkaufen. Die könnten sie auch nebenan im nächsten Supermarkt kaufen. Dann kommen die hier rein und kaufen sich einen Liter Milch oder kaufen die Eier. Und ich glaube, das ist besonders positiv hier. Ich möchte natürlich auch gerne noch Wissen weiterbringen. Ich würde gerne Workshops anbieten. Die Leute freuen sich darauf. Sie stellen immer Fragen. Ja, und ich probiere das so gut wie möglich zu beantworten oder einfach Alternativen anzubieten. Eine ganz große Unterstützung war natürlich das Crowdfunding. Damit wurden auch die ganzen Bins, diese ganzen Behälter, wo die Nahrungsmittel drin sind, bezahlt. Das halte ich für sehr, sehr vorteilhaft, wenn ich mit den Menschen, die hier in der Umgebung im Kiez wohnen, das meistern kann in Zukunft. Ich bin sehr zufrieden, so wie es gerade ist und wo ich angekommen bin.